Am Anfang war Dunkelheit. Dann gebar der Urknall Raum, Zeit und Materie. Jeden Tag entdecken wir Neues über all die unfassbaren, faszinierenden und tödlichen Geheimnisse unseres Universums. In den mehr als 4,5 Milliarden Jahren seines Bestehens hat unser Sonnensystem gigantische Katastrophen erlebt, die immer wieder den kosmischen Frieden störten. Ein großer Einschlag am richtigen Ort könnte einen Planeten aus der Bahn werfen. Ganze Welten kollidierten, wurden mit Lava überzogen oder sogar aus ihrer Umlaufbahn um die Sonne katapultiert. Kein Planet war je sicher vor den Gewalten des Sonnensystems. Wenn ein Asteroid mit hoher Geschwindigkeit auf dem Merkur einschlägt, werden Bruchstücke seiner Oberfläche ins All geschleudert. Einige dürften die Erde treffen. Sie dachten, auf der Erde seien sie sicher? Weit gefehlt. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise von den frühesten Katastrophen bis zum finalen Schicksalsschlag, der ganze Planeten aus dem Sonnensystem wirft. Die Erde. So friedlich sie heute auch wirkt, hat sie doch zahllose Kollisionen, gewaltige Vulkanausbrüche und Massenaussterben erlebt. Doch die meisten irdischen Katastrophen verblassen, neben den apokalyptischen Gewalten, die unsere Nachbarplaneten erleiden mussten. Das Sonnensystem entstand aus einer Materiewolke, in der Milliarden von Felsbrocken zusammenstießen und so die heutigen Planeten formten. Die Geburt des Sonnensystems war ziemlich brutal. Planetesimale und Protoplaneten kollidierten, schrammten aneinander vorbei, stießen sich ab oder lenkten einander in die Sonne. Nur wenige Planeten überlebten. Das junge Sonnensystem war wie ein kosmischer Flipperautomat. Es gab Zusammenstöße, die Planeten zerstörten, neue entstehen und wieder auseinanderbrechen ließen. So entstand alles, was wir heute sehen. Es war ganz schön ungemütlich. Die erste und früheste auf unserer Liste der 10 schlimmsten planetarischen Katastrophen: das Merkurmantel-Desaster. Merkur, der sonnennächste Planet, ist der Zwerg im Sonnensystem. Wissenschaftler vermuten, dass der kleinste Planet einen der heftigsten kosmischen Angriffe einstecken musste. Der Merkur stellt die Wissenschaft vor ein Rätsel. Sein Eisenkern macht 40% seines Volumens aus. Der Erdkern hingegen macht nicht mal 20% des Erdvolumens aus, obwohl die Erde fast dreimal größer ist als der Merkur. Der Merkur ist das Mysterium der Planetenforschung. Wie eine Kugel aus Stahl kommt er daher. Aber wie konnte dieser kleine Planet eine solche Dichte erreichen? Eine Theorie besagt, dass eine Kollision mit einem großen Asteroiden der Grund war. Doch wie kann ein Einschlag einen Planeten dichter werden lassen? Stellen wir uns Merkurs kosmischen Angreifer als Kanonenkugel vor, um zu rekonstruieren, was geschah. Wir feuern mit dieser Kanone aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf eine 40 Meter entfernte Bowlingkugel, die in Gips gehüllt ist. Die Kugel stellt den jungen Merkur dar, der Gips seinen Mantel und seine Kruste. Unser Waffenexperte Gary Harper wird die Kanone für uns abfeuern. Gary, wie machen wir das? Nun, ganz einfach. Wir brauchen die richtige Pulverladung. Füllen Sie ins Kanonenrohr und stopfen Sie fest.
Wir schieben eine Kanonenkugel rein und platzieren sie vor der Pulverladung. Wie schnell wird sie fliegen? Etwa 100 Meter pro Sekunde. Wow, das sind fast 350 Stundenkilometer, das haut rein. Wie wäre es mit einem Gehörschutz, Alex? Stimmt, und meine Schutzbrille. Die Brille? Okay. Machen wir sie schussbereit, dann kann's losgehen. Okay, Feuer frei. Feuer! Oh, yeah! It hit! Volltreffer, schlag ein! Sehen wir es uns an. Ja, gehen wir. Hier liegt überall Zeugs rum. Ja, der Gips ist abgeplatzt. Zieh nur. Genau so wurde nach Meinung von Wissenschaftlern Merkurs Kruste abgesprengt. Und der Eisenkern blieb übrig. Das erklärt, weshalb Merkur so dicht ist. Er hat diesen großen Eisenkern, weil der Rest größtenteils durch den Einschlag weggesprengt wurde. Gut getroffen. Der kosmische Kanonentreffer hätte Teile von Merkurs Mantel in die Sonne und sogar bis zum Jupiter geschleudert. Die Trümmer verteilten sich über 4 Millionen Jahre im All. Der Schutt flog durch das Sonnensystem und landete möglicherweise sogar auf anderen Planeten. Es gibt Schätzungen, wonach 16 Billiarden Tonnen Materie des Merkur auf der Erde niedergegangen sein sollen. Doch die Verfechter der Kollisionstheorie haben ein Problem. Weshalb hinterließ der angebliche Zusammenstoß keine sichtbaren Spuren auf der Oberfläche? Eine andere Theorie besagt, dass der Merkur auf seiner engen Umlaufbahn durch den schwankenden Energieausstoß der Sonne so heiß wurde, dass seine Felsschichten verdampften. Der Sonnenwind wehte diesen Felsdampf dann ins All davon. Nur der Kern überlebte, weil er aus Metall besteht und deshalb nicht verdampfte. Neue Erkenntnisse über die turbulente Vergangenheit des Merkur erhofft sich die NASA von der Mission der Raumsonde Messenger. Doch nicht nur der sonnennächste Planet musste viel einstecken. Heute rotieren die majestätischen Ringe des Saturn in ruhiger Gleichmut. Doch auch sie verdanken ihre Schönheit einem katastrophalen Zusammenstoß vor mehr als 4 Milliarden Jahren. Nummer 9 auf unserer Liste der planetarischen Katastrophen. Der zertrümmerte Saturnmond. Die Ringe des Saturn sind eines der herausragendsten Phänomene des Sonnensystems und eines seiner größten Rätsel. Wann entstanden sie und wie? Und die vielleicht interessanteste Frage: Weshalb bestehen sie größtenteils aus Eis? Aus Dutzenden Billiarden Tonnen davon. Der Bildhauer Roland Hernandez hat den Saturn und einen seiner eisigen Monde nachgebildet, um eine neue Theorie darzustellen. Wie eine Mondkatastrophe vielleicht die Saturnringe entstehen ließ. Wir haben hier eine 60 cm große Version des Saturn und seinen wundervollen Mond aus Eis. Wow, wunderschön. Er sieht aber etwas seltsam aus, nicht wie der Saturn, den wir kennen, weil er keine Ringe hat. Doch deshalb sind wir hier, weil wir aus dem Eis dieses Mondes die Saturnringe erschaffen wollen. Viele Wissenschaftler vermuten, dass einst ein eisbedeckter Mond auf den Saturn stürzte. Dabei trug die starke Gravitation des Planeten das Eis des Mondes ab und schleuderte es in eine Umlaufbahn. Diese Schleifmaschine arbeitet wie die Gezeitenkraft des Saturn. Sie wirbelt die eisige Oberfläche des Mondes in den Orbit. Der Mond selbst stürzte auf den Planeten, ohne eine Spur zu hinterlassen. Bis auf die herrlichen Eisringe, die heute den Saturn umgeben.
Mehr als 60 Monde bleiben dem Saturn noch. Der größte ist Titan, anderthalbmal so groß wie unser Mond. Doch neueste Simulationen zeigen, dass der Planet früher möglicherweise mehrere größere Monde besaß, die alle auf den Planeten stürzten. Wobei der letzte von ihnen die Ringe entstehen ließ. Dieses Modell erklärt zum ersten Mal, warum die Ringe aus Eis bestehen. Man würde ein Gemisch aus Eis und Fels erwarten, wenn sie völlig aus einem zerstörten Mond entstanden wären. Deswegen ist die Vorstellung, dass ein Mond abstürzte und dabei seine Eisschicht die Ringe bildete, recht plausibel. Die Schönheit der Saturnringe hat einen gewaltsamen Ursprung. Doch während die Katastrophen, die Saturn und Merkur formten, räumlich begrenzt waren, zerriss eine andere das gesamte Sonnensystem. Sie beeinflusste nicht nur alle Planeten, die wir heute sehen, sondern entriss manche sogar dem Griff der Sonne und schleuderte sie in die Dunkelheit des interstellaren Raums. Frühe kosmische Katastrophen wie die Zerstörung des Merkurmantels oder die Entstehung der Saturnringe haben fast jeden Bereich unseres Sonnensystems geprägt. Doch später bestimmten Katastrophen selbst die Anordnung der Planeten. Heute ist von der Sonne aus gesehen die Reihenfolge der äußeren Gasriesen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Doch das war nicht immer so. In der Frühzeit des Sonnensystems drifteten Jupiter und Saturn in wechselnden Abständen um die Sonne herum, in ständiger Wechselwirkung mit den verbliebenen Planetesimalen. Das beeinflusste ihre Umlaufbahnen. Die schwankenden Orbits der beiden Planeten setzten eine kosmische Kettenreaktion in Gang, die das Sonnensystem auseinanderriss. Nummer 8 auf unserer Liste der größten planetarischen Katastrophen: der orbitale Mahlstrom. Millionen Jahre nach der Entstehung der Planeten drängte sich Jupiter näher an die Sonne, während sich Saturn, Uranus und Neptun von ihr entfernten. Irgendwann umkreiste Jupiter die Sonne doppelt so schnell wie Saturn. Dieser entscheidende Moment wird als die 2-zu-1-Resonanz bezeichnet. Die 2-zu-1-Resonanz ist eine starke Wechselwirkung von Anziehungskräften. Wenn sie sich, wie im Fall von Jupiter und Saturn, über Millionen von Jahren erstreckt, hat sie massive Auswirkungen auf das Sonnensystem. Sie stört die Umlaufbahnen der anderen Himmelskörper, führt zu Überschneidungen der Orbits und zu Kollisionen. Die Schwerkraftresonanz von Saturn und Jupiter destabilisierte die Umlaufbahnen von Uranus und Neptun. Die folgende Kettenreaktion führte zur langwierigsten Katastrophe, die je das Sonnensystem erschütterte. Durch die 2-zu-1-Resonanz addierten sich die Anziehungskräfte von Jupiter und Saturn und störten das äußere Sonnensystem. Neptun und Uranus wurden in höhere Umlaufbahnen katapultiert und tauschten ihre Positionen. Deshalb befindet sich heute Uranus vor Neptun. Neptun und Uranus haben möglicherweise nicht nur einmal, sondern sogar mehrmals ihre Umlaufbahnen getauscht. Doch sie hatten noch Glück. Mehrere Planeten wurden vermutlich ganz aus dem Sonnensystem geschleudert und durchwandern nun für immer das Dunkel des interstellaren Raumes. Es ist fast sicher, dass unser Sonnensystem bei diesem kosmischen Billardspiel Planeten verloren hat. Es gibt sogar Hinweise, dass Jupiter und Saturn ins innere Sonnensystem gewandert sein könnten, in die Nähe der heutigen Erdumlaufbahn, bevor sie sich wieder auf ihre aktuelle Position bewegten. Doch die 2-zu-1-Resonanz ist nur der Anfang.
Als die Gasriesen vor 4,1 Milliarden Jahren nach stabilen Umlaufbahnen suchten, stießen sie die weitestreichende Katastrophe an, die jemals das Sonnensystem heimsuchte. Zumindest bisher. Die Nummer 7 auf unserer Liste. Das große Bombardement. Die schwankenden Umlaufbahnen von Saturn und Jupiter stürzten nicht nur die äußeren Gasriesen ins Chaos. Sie erschufen auch einen Mahlstrom im gesamten Sonnensystem. Die Bewegungen von Jupiter und Saturn hatten auch Auswirkungen auf die Protoplaneten, die sich in der Region des Asteroidengürtels bildeten. Sie kollidierten und zerfielen in zahlreiche Asteroiden. Dann lenkte die 2:1-Resonanz von Jupiter und Saturn einige dieser Asteroiden ins innere Sonnensystem. Das war der Beginn des großen Bombardements. Wir sehen die dramatischen Auswirkungen jedes Mal, wenn wir zum Mond blicken. Die meisten seiner Krater sind eine Folge dieses Bombardements. Beweise dafür wurden 1969 entdeckt, als mit der Apollo-11-Mission der NASA der erste Mensch den Mond betrat. Es ist spannend, die verschiedenen dynamischen Modelle zusammenzuführen, die die geologischen Hinweise auf das große Bombardement vor etwa 4 Milliarden Jahren erklären. Diese Beweise gibt es seit der Apollo-Mission und der Datierung der Gesteinsproben vom Mond, die aus dieser Zeit stammen. Die Krater, die man an verschiedenen Stellen im Sonnensystem findet, wie etwa auf dem Mond, zeigen uns, dass es einen plötzlichen Anstieg von Einschlägen sehr großer Objekte gab. Doch während der Mond noch recht glimpflich davon kam, wurde ein Planet so schwer getroffen, dass er möglicherweise die grundlegenden Bedingungen für die Entstehung von Leben verlor. Nummer 6 auf unserer Liste der größten Katastrophen des Sonnensystems. Der Megameteoriteneinschlag auf dem Mars. Das turbulente große Bombardement, dem das Sonnensystem vor 4,1 bis 3,8 Milliarden Jahren ausgesetzt war, störte nicht nur Kometen und Asteroiden. Ganze Planeten gerieten aus der Bahn. Eine Raumsonde der NASA entdeckte kürzlich Beweise, dass einer von ihnen, ungefähr so groß wie Pluto, auf den Mars stürzte und so den roten Planeten dramatisch veränderte. Es war ein gewaltiger Einschlag, der den Planeten in einem sehr flachen Winkel traf. Er trug die Oberfläche der nördlichen Hemisphäre des Mars ab, wie wenn man mit einem Messer eine Melone kappt. Der Einschlag formte das Borealisbecken, das 40% der Marsoberfläche bedeckt. Es ist der größte Einschlagkrater im Sonnensystem. In ihm finden Asien, Europa und Australien Platz. Beweise für Einschläge findet man auch auf anderen Planeten. Sie bilden Krater, die alle ähnlich geformt sind. Vertiefungen, meist mit einem erhöhten Rand und manchmal mit Auswurfmaterial drumherum. Doch auf dem Mars war das nicht so klar. Erst wenn man die Gravitation des Marsinneren und die Topographie der Marsoberfläche mit in Betracht zieht, zeigt sich, dass es einen Krater gab, dessen Ränder jedoch eingesunken sind. Mindestens 5 große Einschläge trafen den Mars während des großen Bombardements. Doch den roten Planeten erwartete noch weitaus Schlimmeres. Diese nächste Katastrophe richtete womöglich mehr an, als nur einen riesigen Brocken aus der Marsoberfläche zu sprengen. Sie könnte das gesamte Schicksal des Planeten verändert haben. Platz Nummer 5 auf unserer Liste. Die Magnetfeldkatastrophe des Mars. Marssonden zeigen, dass der Planet nur noch über schwache Spuren seines einstigen Magnetfelds verfügt. Wissenschaftler vermuten, dass die Ursache ein weiterer Einschlag war. Ein Einschlag mit gravierenden Folgen. Wir wissen nicht genau, warum der Mars nur ein schwaches Magnetfeld hat.
Eine Theorie besagt, dass ihn ein riesiges Objekt traf, was seinen Mantel und seine Kruste erhitzte. Dadurch verringerte sich der Temperaturunterschied zwischen Kern und Mantel. Ist der Unterschied gering, gibt es keine Konvektion, also keine Umwälzungen von Materie im Marsinneren. Und ohne die gibt es kein Magnetfeld. Auf der Erde schützt das Magnetfeld die Atmosphäre vor gefährlichen Sonnenteilchen. Auf dem Mars dagegen deckt das schwache Magnetfeld nur geringe Teile der Planetenoberfläche ab. Der tödliche Sonnenwind könnte den Großteil seiner Atmosphäre fortgetragen haben. Über Milliarden von Jahren verschwindet ein großer Teil der Atmosphäre, auch und gerade die Treibhausgase, Wasserdampf und Kohlendioxid. So wurde der Planet zu der kalten, trockenen Wüste, die wir heute sehen. Der Verlust des Magnetfeldes hat vielleicht verhindert, dass sich auf dem kargen Planeten Leben entwickeln konnte. Manche Wissenschaftler bezweifeln jedoch, dass es einem großen Knall zum Opfer fiel. Es ist denkbar, dass der Mars einfach aufgrund seiner geringen Größe seine Wärme schneller verlor als die Erde. Ohne die Hitze in seinem Inneren erhärtet der Eisenkern und kann kein Magnetfeld erzeugen. Wie auch immer, der Mars verlor seine Atmosphäre und alles flüssige Wasser an seiner Oberfläche, weil der Druck zu gering war. Und ohne flüssiges Wasser gibt es kein Leben. Als das große Bombardement sich vor 3,8 Milliarden Jahren langsam seinem Ende zuneigte, hatte es jeden Planeten im Sonnensystem in Mitleidenschaft gezogen. Alle großen Planeten haben sich weit von den Bahnen entfernt, auf denen sie sich ursprünglich bewegten. Neptun wanderte nach außen und schob dabei kleinere Himmelskörper wie Pluto und die Objekte des Kuipergürtels vor sich her. Die Planeten richteten sich schließlich auf stabilen Umlaufbahnen ein. Doch nun brachen neue Katastrophen aus ihrem Inneren hervor. In manchen Fällen übertrafen diese hausgemachten vulkanischen Desaster alles, was die Weiten des Alls zu bieten hatten. Unser Sonnensystem wurde durch die Kollisionen und Einschläge seiner frühen Geschichte geformt. Als sich die Planeten vor 3,8 Milliarden Jahren schließlich in stabile Bahnen fügten, erwachten neue Gefahren. In manchen Fällen waren diese nicht weniger schlimm als alles, was aus dem Weltall drohte. Die Katastrophen im Sonnensystem hörten nicht mit dem großen Bombardement auf. Es gibt sie auch weiterhin. Asteroiden und Kometen stürzen auf Planeten. Es gibt ausgeprägten Vulkanismus und viele andere Arten von Katastrophen, die auf einem Planeten stattfinden können. Die nächste Katastrophe verunstaltete dauerhaft das Antlitz eines unserer Planeten. Nummer 4 auf der Liste: die Supervulkane des Mars. Die Raumsonde Mars Express deckte auf, dass der rote Planet mindestens 5 Phasen vulkanischer Aktivität erlebte, die ihm sein einzigartiges Aussehen bescherten. In mancher Hinsicht ähneln die Schildvulkane des Mars einigen Vulkanen hier auf der Erde, etwa auf Hawaii. Unter der Oberfläche liegt eine große Magmakammer, aus der Lava austritt, wodurch der Vulkan entsteht. Auf dem Mars sind diese Vulkane aber 10 bis 100 Mal größer als auf der Erde. Überall auf dem Planeten gibt es also solche Ausbrüche, erst hier, dann da, dann dort. Und mit der Zeit bedeckt die Lava die gesamte Oberfläche. Auf dem Mars gibt es etwa 20 große Vulkane, darunter Olympus Mons, den größten des Sonnensystems überhaupt.
Dieser uralte Gigant bietet Einblick in die feurige Vergangenheit des Planeten. Wir können das Alter von bestimmten Regionen des Mars an der Anzahl der Krater bestimmen, die es dort gibt. In einem verhältnismäßig jungen Gebiet konnten noch keine Krater entstehen, deshalb ist es dort relativ eben. Wenn die Oberfläche schon sehr alt ist, gibt es dort viele Krater. Diese Datierung und die Kartografie der Marsoberfläche lassen darauf schließen, dass es in der Geschichte des Mars 5 Perioden mit ausgeprägter vulkanischer Aktivität gegeben hat. Wie bei den Schildvulkanen der Erde stiegen auch auf dem Mars Magmakammern zur Oberfläche auf und warfen über Jahrhunderte basalthaltige Lava aus. Doch es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen den irdischen Schildvulkanen und den Giganten auf dem Mars. Auf dem Mars gab es nie eine so ausgeprägte Plattentektonik wie auf der Erde. Wenn dort also ein Vulkan ausbricht, dann spuckt er unaufhörlich Lava aus und häuft einen gewaltigen Schildvulkan auf, wie etwa den Olympus Mons. Auf der Erde haben wir Plattentektonik. Die vulkanischen Inseln von Hawaii liegen auf einer Linie. Die Platte bewegt sich nach Norden. Der Hotspot jedoch ist relativ statisch. Deshalb entstehen ständig neue Inseln. Auf dem Mars ist es immer dieselbe Insel, die größer und größer wird. Heftiger Vulkanismus veränderte die Oberfläche des roten Planeten immer wieder. Doch der Mars ist nicht der einzige unserer Nachbarplaneten, der zum Opfer seiner eigenen Naturgewalten wurde. Als nächstes auf unserer Liste der planetarischen Desaster, die Hitzekatastrophe der Venus. Unser nächstgelegener Nachbarplanet war der Erde womöglich einst sehr ähnlich. Die Venus entstand etwa zur selben Zeit aus derselben kosmischen Materie. Doch irgendetwas verwandelte sie in den bösen Zwilling unseres Heimatplaneten. Wenn man durch ihre dichte Atmosphäre blicken könnte, würde man sehen, dass etwa 90% der Venusoberfläche von erkalteter Lava bedeckt sind. Die dicke, giftige Atmosphäre besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid. Und der atmosphärische Druck ist etwa 90 Mal so hoch wie auf der Erde. Das ist so, als wäre man 1000 Meter unter der Meeresoberfläche. Dazu beträgt die Temperatur auf der Venus fast 500 Grad Celsius. Das ist gewaltig. Heiß genug, um Blei zum Schmelzen zu bringen. Wenn ein Mensch den Bedingungen auf der Venusoberfläche ausgesetzt wäre, würde er sofort gebraten und zerquetscht. Die Ursache für die höllischen Bedingungen auf der Venus könnte ein extremer Treibhauseffekt vor etwa 3 Milliarden Jahren gewesen sein. Was geschah mit den Ozeanen der Venus, sollte es je welche gegeben haben? Nun, die Sonne wurde langsam immer greller, wodurch die Ozeane stärker verdunsteten und der Dampfgehalt der Atmosphäre anstieg. Wasserdampf ist ein Treibhausgas, also stieg die Temperatur noch weiter an. Dadurch gab es wieder mehr Verdampfung, mehr Treibhausgase. Eine Kettenreaktion, durch die schließlich alle Ozeane der Venus völlig verdampften. Spuren dieser Ozeane könnten sich über der Wolkendecke der Venus finden. Von Proben aus der Atmosphäre der Venus wissen wir, dass sie eine hohe Konzentration von sogenanntem schweren Wasserstoff aufweist. Der Großteil des Wasserstoffs verflüchtigte sich ins All. Nur diese schwere Form namens Deuterium blieb übrig. Die Venus ist ein gutes Beispiel dafür, was massiver Klimawandel anrichten kann. Wenn wir verstehen, was auf der Venus geschehen ist, können wir dieses Wissen auch auf der Erde anwenden. Als eine ökologische Katastrophe das flüssige Oberflächenwasser der Venus verdampfte, gab es dort Lebewesen, die ausstarben? Der Treibhaustheorie zufolge trocknete die Oberfläche der Venus über Millionen von Jahren völlig aus. Doch nicht alle sind dieser Meinung. Manche Wissenschaftler vermuten, dass das Wasser der Venus nicht allmählich verschwand, sondern an nur einem einzigen verhängnisvollen Tag.
Von allen Katastrophen, die das Sonnensystem heimsuchten, ist das vielleicht größte Rätsel, was der Venus zustieß. Ein Planet, einst so warm und erdähnlich, dass er Leben hätte hervorbringen können. Jahrzehntelang gingen Wissenschaftler davon aus, dass der Treibhauseffekt außer Kontrolle geriet und die Durchschnittstemperatur langsam auf 480 Grad Celsius steigen ließ. Doch unsere nächsten Nachbarn könnte ein ganz anderes Schicksal getroffen haben. Eine Möglichkeit, warum die Venus plötzlich ihr Wasser verloren haben könnte, ist ein gewaltiger Einschlag. Dabei wäre ein Großteil der äußeren Hülle abgesprengt worden. Das hätte eine riesige Menge an Energie und Hitze freigesetzt, wodurch flüchtige Stoffe wie Wasser, Ammoniak oder Methan ins All verdampft wären. Zurückgeblieben wäre ein sehr trockener Planet aus Materialien mit einer viel höheren Verdampfungstemperatur. Die Verfechter der Theorie behaupten, die Kollision sei so heftig gewesen, dass sie die Rotationsachse des Planeten veränderte. Die Venus rotiert genau andersherum als die anderen Planeten. Wir wissen nicht genau weshalb, doch eine Theorie besagt, dass sie in der Frühzeit des Sonnensystems von einem riesigen Objekt getroffen wurde, das entweder den gesamten Planeten umdrehte oder zumindest seine Rotationsrichtung umkehrte. Das Schicksal der Venus zeigt uns, dass gemäßigte Umweltbedingungen wie auf der Erde nicht selbstverständlich sind. Das zeigt auch die Nummer 2 auf unserer Liste der planetarischen Katastrophen. Und zwar vor aller Augen. Die Shoemaker-Levy 9-Einschläge. Wir hielten die äußeren Planeten lange für vergleichsweise stabil. Dort passierte nicht viel. Doch tatsächlich sehen wir dort heute ständig Einschläge. Jupiter, der größte Gasriese, ist der Punching Ball des Sonnensystems. Seine Gravitation lenkt streunende Kometen ab, die sich aus ihren Umlaufbahnen in der Oortschen Wolke und im Kuipergürtel befreien. Die Einschlagsrate ist auf dem Jupiter höher als auf jedem anderen Planeten. Das hat zwei Gründe. Erstens ist er der größte Planet, bietet Einschlägen, also die größte Fläche. Zweitens hat er eine riesige Masse. Deshalb zieht er die Objekte an. Er will es also im Grunde nicht anders. Jupiter musste viele harte Treffer einstecken. Darunter eine der gewaltigsten kosmischen Katastrophen, die von der Menschheit je beobachtet wurden. Im Juli 1994 konnte die ganze Welt zusehen, wie 21 Kometenbruchstücke auf den Planeten zurasten und ihn mit unvorstellbarer Wucht trafen. Shoemaker-Levy 9, benannt nach seinen Entdeckern, setzte dabei die Energie von vielen Millionen Atombomben frei. Die Teile eines zerborstenen Kometen kamen mit mehreren Kilometern pro Sekunde angerast und schlugen nacheinander auf, während Jupiter sich weiterdrehte. Es gab also eine Reihe von Einschlägen entlang eines bestimmten Breitengrades, die man von der Erde aus mit Teleskopen beobachten konnte. Die Fragmente erzeugten keine Krater, denn der Jupiter besitzt keine feste Oberfläche. Stattdessen durchschlugen sie die dichte Atmosphäre des Gasriesen und ließen immense Staub- und Gaswolken ins All schießen. Die entstandenen Wolken hatten in etwa die Größe unserer Erde. Darin steckt eine interessante Erkenntnis. Wenn ein Objekt von einem Kilometer Durchmesser eines von der Größe der Erde trifft, wird die Staubwolke unseren gesamten Planeten einhüllen. Das können wir von auf Jupiter beobachteten Einschlägen auf unsere Erde übertragen.
Die dunklen Abdrücke in der Wolkendecke des Jupiter waren nur für wenige Monate zu sehen, bevor sie in seiner turbulenten Atmosphäre verschwanden. Der Jupiter hat sehr heftige Wetterbedingungen. Wie gewaltig ein Einschlag auch ist, innerhalb einiger Wochen oder Monate verteilen die Strömungen in seiner Atmosphäre die Verunreinigungen über den ganzen Planeten. Die Spuren des katastrophalen Einschlags lösen sich auf und verschwinden. Shoemaker-Levy 9 ist eine beunruhigende Erinnerung an die stete Gefahr in unserem Sonnensystem. Wissenschaftler prophezeien, dass uns die größte Katastrophe noch bevorsteht und es auch für die Erde kein Entkommen gibt. Über 4 Milliarden Jahre lang hat unser Sonnensystem Katastrophen überstanden, die ganze Planeten veränderten. In manchen Fällen sind die Auswirkungen offensichtlich, wie die Krater des großen Bombardements, die noch immer den Mond überziehen. In anderen Fällen sind die Spuren längst verschwunden. Doch Wissenschaftler haben vor kurzem herausgefunden, dass die Nummer 2 auf unserer Liste der Katastrophen Nachwirkungen haben könnte, mit denen niemand gerechnet hat. Die NASA verglich Aufnahmen des Jupiter von der Cassini- und der New Horizons-Mission und machte dabei eine unglaubliche Entdeckung. Wie der Saturn besitzt auch der Jupiter Ringe, wenn auch viel schwächere. Doch etwas stört ihre Kreise. Wenn man die Ringe des Jupiter betrachtet, sieht man darin leichte Wellen. Diese Wellen bilden sich, wenn ein Teil des Ringes kippt. Mit der Zeit wandern sie durch die Drehung nach außen, durch das gesamte Ringsystem. Wenn man diese Bewegung zurückrechnet, kann man herausfinden, zu welchem Zeitpunkt die Ebene der Ringe gekippt ist. Es war der Juli 1994. Juli 1994 war das Datum der Shoemaker-Levy-9-Einschläge. Die wissenschaftlichen Spürnasen hatten eine wichtige Entdeckung gemacht. Als die Kometenfragmente den Jupiter trafen, passierten viele kleinere Trümmerteile sein Ringsystem und verursachten die Wellen, die noch heute sichtbar sind. Im Fall eines zerborstenen Kometen wie Shoemaker-Levy 9 bildet sich eine große Staubfahne, eine riesige Menge an Materie, die die gesamte Ringebene durchzieht. Anstatt ein oder zwei Ringteilchen zu verdrängen, kippt so die gesamte Wolke auf die Seite. Shoemaker-Levy 9 ist nicht der einzige Himmelskörper, der in jüngster Vergangenheit dem Jupiter zugesetzt hat. Im Juli 2009 schlug ein Asteroid auf dem Gasriesen ein, in der Nähe seines Südpols. Als er auf den Jupiter traf, wirbelte er viel Materie aus den Tiefen der Atmosphäre auf und hinterließ einen Abdruck auf der Oberfläche, der wochenlang sichtbar war. Die Größe dieser schwarzen Aschewolke entsprach etwa der des Pazifischen Ozeans, schon ziemlich groß. Man geht heute davon aus, dass alle 10 oder 15 Jahre ein Komet oder Asteroid auf dem Jupiter niedergeht. Etwa 5000 Mal häufiger als auf der Erde. Die Tatsache, dass wir bereits mehrere davon beobachten konnten, lässt vermuten, dass es sehr häufig geschieht, denn wir sehen ja nicht alle. Es gibt viel mehr Einschläge auf den äußeren Gasriesen, als wir je annahmen. Wenn der Jupiter nicht in unserem Sonnensystem aufräumte, wäre die Erde die Zielscheibe für all die Trümmer, Kometen und Asteroiden, die auf die Sonne zurasen. Es gäbe viel mehr Katastrophen auf der Erde, als es in unserer Geschichte bisher der Fall war. Doch während unser Sonnensystem altert, werden neue Gefahren auftauchen. Und auch die Erde wird irgendwann einen Schicksalsschlag ereilen, den nichts, nicht einmal der Jupiter, aufhalten kann. Das bringt uns zu Nummer 1 auf unserer Liste der Katastrophen, den planetarischen Armageddon.
In einigen Milliarden Jahren, so nehmen Wissenschaftler an, werden sich Jupiter, der größte Planet, und Merkur, der kleinste, in einem orbitalen Duell gegenüberstehen. Und ein unbeteiligter Beobachter, die Erde, könnte dabei ins Kreuzfeuer geraten. Im Moment läuft unser Sonnensystem mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks. Doch die Planeten üben wechselseitige Anziehungskräfte aufeinander aus. Ihre Umlaufbahnen fluktuieren über sehr lange Zeiträume nach innen und außen. Jupiter und Merkur werden irgendwann im Gleichklang um die Sonne ziehen. Und falls das geschieht, wird die Umlaufbahn des Merkur immer mehr in die Länge gezogen, bis sie schließlich an ihrem sonnenfernsten Punkt die Bahn der Venus kreuzt. Wenn das geschieht, bricht die Hölle los. Wissenschaftler haben vier mögliche Konsequenzen berechnet. Der Merkur könnte in die Sonne stürzen, aus dem Sonnensystem geschleudert werden oder mit der Venus kollidieren. Doch im schlimmsten Fall könnte er mit der Erde zusammenstoßen, den Erdmantel und die Atmosphäre mit sich reißen und alles Leben auslöschen. Soweit wir es aus unseren Computersimulationen ableiten können, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Umlaufbahn des Merkur aus den Fugen gerät, bei etwa 1%. Und selbst falls das geschieht, gibt es nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass er schließlich auf die Erde stürzt. Der Merkur ist aber nicht die einzige Gefahr, die uns aus dem Sonnensystem droht. Auch der Mars wird nach manchen Berechnungen irgendwann seine angestammte Bahn verlassen und dann eventuell mit der Erde kollidieren. In einer ähnlichen Katastrophe wie der, die einst den Mond entstehen ließ. Doch nicht nur Planeten stellen eine Gefahr dar. Nahegelegene Sterne lenken regelmäßig Kometen aus der Oortschen Wolke ab, die auf Kamikaze-Kurs durchs Sonnensystem rasen und so ein neues großes Bombardement auslösen könnten. Und falls, wie viele annehmen, die Andromeda-Galaxie irgendwann mit der Milchstraße kollidiert, wäre es mit der trügerischen Ruhe in unserem Sonnensystem endgültig vorbei. Die ultimative Katastrophe liegt wohl noch vor uns. Katastrophen haben seit jeher eine gewaltsame, doch entscheidende Rolle in der Geschichte unseres Sonnensystems gespielt. Ohne sie wäre unsere kosmische Heimat ein völlig anderer Ort. Durch das Erforschen dieser Ereignisse können wir besser verstehen, wie der Planet entstanden ist, auf dem wir leben. Und wie wir ihn und uns vor möglichen zukünftigen Katastrophen schützen können.